Woche 33. Zuflucht im heiligen Namen. Der Grund, weshalb Menschen in dieser Welt klagen, Freude, Angst und Ablehnung, Gier und Wünsche haben, ist Pritak Trisha. Dies ist der Glaube, dass sich alles als unabhängige Teile chaotisch durch diese Welt bewegt. Bhagavatam 10.4.27. Nicht nur Ameisen und Menschen, sondern auch die hohen Devas bewegen sich nur unter der Kontrolle Krishnas und niemand agiert unabhängig. Alles bewegt sich auf und durch die Kraft der einen Wahrheit hinzu. Erst in dieser Sichtweise ist man fähig, sich wirklich in den heiligen Namen zu versenken. Denn wenn man die Welt als zersplittert in unendliche, unabhängig agierende Teilchen versteht, wird Bhajan eine Unmöglichkeit. Wenn jemand erkennt, dass ich alles bin, dass es nichts anderes zu tun gibt, als den liebenden Dienst zu mir, beschäftigt sich dieser in großer Ekstase in meinem Bhajan. Bhagavad Gita 10.8. Das zweite Vergehen im Sinne eines Hinderungsgrundes für die Zuflucht im heiligen Namen besteht darin, wenn man die Namen, die Eigenschaften und die Gestalt Shivas als getrennt von Krishna betrachtet. Dies bedeutet nicht die Gleichsetzung von Devas mit Gott, also nicht die Regression in einen Polytheismus, wo man der Laune der Beliebigkeit nachgeht oder gemäß Bedürftigkeit eine Verehrung tätigt. Es bedeutet vielmehr, dass es nur eine Paratattva, eine letztliche Wahrheit gibt. Was immer man für wunderschöne Eigenschaften in Shiva oder irgendeinem Deva erkennt, ist in Wahrheit nur der Widerschein von Krishnas erstaunlichen Eigenschaften. In der Gita 10.41 erklärt Krishna, dass jede Kraft, jede Opulenz oder jede Schönheit, die man irgendwo wahrnimmt, eigentlich nur seine eigene ist. Auch der Name eines jeden Deva ist ein Name von Krishna. Da er der Glücksverheißende ist, heißt er Shiva. Krishna hat Shiva diesen Namen seiner selbst einfach geliehen. Ganesh, in Klammer Gana, die einfachen Leuchter, Isha, Herr, bedeutet Krishna, welcher der Anführer der simplen Kuhhirten in Vrindavan ist. Selbst jede Tätigkeit, welche die Devas verrichten, wird in Wahrheit von Krishna ausgeführt. Aber wenn man im Geiste das Verständnis hat, dass irgendetwas in dieser Welt separat oder unabhängig vom Wunsch Krishnas verläuft, nennt man diese Sichtweise Pritak Trisha, vom Ganzen isolierte Weltschau. Die Welt ist eine integrierte Entität, Gott, und es gibt keine zweite Kraft, die am Wirken ist. Das Bhagavatam 11.2.37 nennt als Ursache einer jeden Angst den Glauben, dass etwas unabhängig vom einen wirken könnte. In der Gegenwart des heiligen Namens werden die gewohnheitsmäßigen, obsessiven Gedankenströme unterbrochen. Es ist die Kraft, welche die Wucht der eigenen ich-bezogenen und ich-kreisenden Gedanken einfach übersteigt. In Klammer, was soll ich tun? Habe ich es richtig gemacht? Weshalb ist genau mir dies geschehen? Weshalb ist dies nicht geschehen? Gedankenaktivität mag auch dann schon wieder einsetzen,
Aber der Glaube ging verloren, dass sie letztlich Substanz hätte. Das Vertrauen in Gedankenwelten und die daraus erfolgende Gleichsetzung des Selbst mit ihnen löst die Komplexität von Leiden aus. Auch wenn man viele Äonen lang Sklave der Entscheidungen war und in der Konfusion gelebt hatte, bringt nur schon ein einzig klarer Augenblick im heiligen Namen die Kraft, die gesamte Lebensperspektive vollständig und bleibend zu verändern. Ein solcher Moment ist als kostbarer zu betrachten als angenehme Erfahrungen aus Hunderttausenden von Leben.